Ach du Scheiße, was ist das denn? Das ist mein Desktop. Und das ist der nette Connor, den kennen auch vielleicht einige aus Assassin's Creed 3, das noch nicht rauskommt, aber am 31. Oktober. Okay, ist ja eigentlich auch egal. Was läuft hier ab? Ja, ich habe mich dazu entschlossen, auch ein paar Mod-Vorstellungen zu machen. Und die werden, ich weiß nicht, ob die regelmäßig kommen werden oder ob ich die mal hochladen werde, beziehungsweise aufnehmen werde, wenn ich gerade mal dazu Lust habe. Und dieses Mal fangen wir jedenfalls an mit dem Not Enough Items Mod. Der ist so ähnlich wie Too Many Items, aber Too Many Items wollte ich nicht machen, da den schon so viele kennen, und Not Enough Items ist um einiges besser. Und ich werde mit der Installation anfangen und dann zum Schluss des Videos werde ich den in Minecraft demonstrieren. Als erstes geht ihr ins Internet und dann seid ihr auf dieser Seite hier. Ich werde sie dann noch in die Beschreibung packen. Und wenn ihr dann auf dieser Seite halt gelandet seid und in dem Link da halt in der Beschreibung draufgeklickt habt, dann landet ihr halt auf dieser Seite und ladet euch hier diesen zweiten. Ne, ihr klickt auf diesen zweiten Link hier, FML Universal 3.bla Sylt, und da klickt ihr dann auf, dann öffnet sich ein AdFly-Link. Ach ne, na, dann ladet euch das gleich runter. Ja super, habe ich jetzt nochmal gemacht, na, ist ja egal. Nö. Ja, das ladet ihr euch runter. Und als zweites, das hier kann man wieder schließen, als zweites geht hier Minecraft Forum, geht ja auf den zweiten Link in der Beschreibung, der führt ins Minecraft Forum, auf diese Seite des Minecraft Forums, und hier ladet ihr euch den Code Chicken Core runter, das ist das zweite von oben, dann drückt ihr hier neben Spoiler auf Show, dann öffnet sich dieses Fenster und dann drückt ihr einfach auf Download, dann öffnet sich, dann müsste es, ja genau, dann öffnet sich das AdFly Fenster, dann drückt ihr da auf, ich zeig's nochmal kurz hier, bitte warten Sie. Go. Ja, ich warte. Okay, dann drücken wir mal kurz auf 5. Ja, bitte warten Sie. 5 Sekunden, 4 Sekunden, 3 Sekunden, 2 Sekunden, 1 Sekunde, 0. Dann drückt ihr auf Werbung überspringen. Und dann ladet euch das da runter. Ich mach das jetzt nicht, ich hab das schon. Und dann drückt ihr hier auf Not Enough Items. In Klammern NEI. Das ist gleich unter dem Code Chicken Core. Und drückt hier wieder auf Show. Scrollt ein bisschen runter und hier steht dann Install Instructions and Downloads. Und drückt hier wieder auf Show, neben Spoiler, und downloadet euch das auch. Das sieht dann genauso aus wie bei dem Code Chicken Core. Also wieder mit AdFly, Werbung überspringen und dann ladet ihr euch das runter. So. Ja, das war's. Jetzt habt ihr hier die drei Sachen. Einmal den Forge Mod Loader, Code Chicken Core und Not Enough Items. Dann drückt ihr, also wenn ihr Windows XP habt, dann drückt ihr Windows-Taste plus R, dann öffnet sich dieses Fenster. Oder bei Windows Vista und Windows 7 könnt ihr einfach hier unten das hier eingeben. Und da gebt ihr dann ein, entweder bei dem, wer Windows XP hat, gibt in dem Fenster da ein, oder bei Windows 7 und Windows Vista macht ihr es halt hier über dieses Startmenü. Prozent App Data Prozent. Also Prozent A Doppel P D A T A Prozent. Dann drückt ihr Enter. Landet hier in diesem Roaming Ordner. Der erste Ordner ist .minecraft, da drückt ihr rauf. Geht in den Bin Ordner. Und dann habt ihr hier eure Minecraft-Jar-Datei. Ich habe das so eingestellt, dass sich das gleich mit Winrar öffnet. Bei wem das nicht so ist, der drückt Rechtsklick auf die Datei, öffnen mit und dann mit Winrar-Archiver. Den müsstet ihr euch vorher noch downloaden, wenn ihr den nicht habt. Da drückt ihr dann drauf. Naja. So, dann nehmt ihr euch den Modloader. Den Forge-Modloader.
schließen und dann, also ihr drückt Linksklick neben der ersten Datei, neben dem ersten Ordner und haltet es gedrückt, zieht es bis ganz nach unten und dann nehmt ihr es, also drückt Linksklick nochmal darauf, zieht es rüber, bis hier rüber, bis dieser Pfeil mit diesem Plus da drunten erscheint und fügt ihn in diese Minecraft.jar Datei ein. Wartet ihr kurz, bis es fertig geladen hat, drückt hier auf OK. Und dann haben wir den Forge Modloader schon mal eingefügt. Jetzt noch ganz wichtig, diesen Meta-Inf-Ordner hier löschen. Drückt einfach Linksklick drauf und dann auf Entfernen auf eurer Tastatur. Auch hier wieder auf Ja. Wird der entfernt. Dieser Meta-Inf-Ordner könnt ihr ruhig löschen, so oft wie ihr wollt. Okay, wenn ihr ihn dann schon gelöscht habt, könnt ihr ihn nicht nochmal löschen. Aber der findet nicht irgendwas. Also wenn ihr den gelöscht habt, könnt ihr immer noch ganz normal Minecraft spielen. Bloß er verhindert, wenn man den drin hat, dass Mods installiert werden können. So, nachdem ihr diesen Forge Modloader da eingefügt habt, könnt ihr den schließen und die Minecraft.jar könnt ihr auch schließen. Und dann sind wir hier in diesem Minecraft Bin Ordner wieder, drücken hier oben auf Zurück und ja, bei mir hat sich dieser Ordner jetzt hier schon erstellt, Core Mods. Ihr müsstet jetzt eigentlich noch Minecraft kurz starten, dann erstellt sich dieser hier Core Mods Ordner und dann geht ihr rauf. Ja, ich habe das hier schon drin. Mal kurz nochmal hier raus. Ach, schlechte Vorbereitung. So, dann nimmt ihr hier den Code Chicken Core plus Not Enough Items und zieht die so, wie die sind, in diesen Core Mods Ordner. So, hier ist die Punkt Minecraft. Hier waren wir vorher bei Roaming. Dann war da Bin, wo wir dann in die Jar gegangen sind für den Modloader. Und bei Core Mods müsst ihr die einfach so einfügen, wie ihr die vom Desktop gezogen habt. Also ne, wie ihr die aus dem Internet gezogen habt und dann möglichst auf dem Desktop gezogen habt. So. Dann könnt ihr das schließen. Und dann werde ich gleich mal Fraps starten und dann sehen wir uns gleich bei Minecraft wieder. Bis dahin. Was? Bis dahin? Nein. Also bis gleich. Tschüss. Muss ich das denn hier jetzt? Ich muss es hier noch. Ah, genau, da kann ich es anhalten. Also bis gleich. So. Nehme ich mich auf? Ja, ich glaube schon. Ja. So. Jetzt sind wir bei Minecraft und hier unten müsste jetzt stehen 3 Mods loaded. Ich habe noch einen weiteren dazu getan. Den werde ich euch auch noch vorstellen, aber erst im nächsten Part. Und ja, wenn ihr diesen Forge Modloader installiert, dann öffnet sich hier auch im Hauptmenü ein neues Fenster, wo ihr raufklicken könnt. Und dann steht ganz oben Forge Modloader ist drin. Hier steht noch eine Erklärung dazu. Code Chicken Core. Braucht man halt für einige Mods, wie zum Beispiel den Not Enough Items Mod. Ja, hier ist der Mod, den ich euch noch vorstellen werde. So, Atmos. Ja, wie gesagt, dazu erkläre ich was in den nächsten Folgen. Also Not Enough Items, Code Chicken Core, Forge Modloader, das sind 3 Stück insgesamt. Und dann müsst ihr stehen, 3 Mods loaded, 3 Mods active. So, dann gehen wir mal in Einzelspieler. Ignoriert diese Welten. So, dann gehen wir mal hier einfach in diese Welt. Ich habe kein Texture Pack drauf, ist auch egal. Was wollte ich euch vorstellen? Ach ja, genau, Not Enough Items. Dann habe ich schon mal was vorbereitet hinter dieser Mauer. Aber das sieht man jetzt nicht, weil ich halt diese Mauer da vorgestellt habe. Und was hinter dieser Mauer ist, zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ne? Erstmal drücken wir jetzt mal E oder welche Taste ihr auch immer genommen habt für euer Inventar. Bei mir ist es E. Ein neues Fenster. Da fehlt was. Warum fehlt da was? Achso, weil ich im Game-Mode bin. So, dann hier, ne? Ach nee, Quatsch, das brauche ich ja jetzt gar nicht mehr eingeben. Aber wieso denn? Ich weiß es auch nicht. Doch, weiß ich natürlich. Ihr drückt einfach mal E. So, dann hier wäre eigentlich noch was, aber das zeige ich euch gleich, ne? Also, als erstes haben wir da oben einen Button, den ich jetzt gerade nicht drücken kann, weil ich im Game-Mode bin, glaube ich. Dann können wir hier an diesem Knopf den Regen ein- und ausstellen. Ups. Oh.
und auch wieder ausstellen. Das schaffst du hier aus. Ich glaube, ich muss mich mal gerade ein bisschen beeilen. Ich glaube, das geht schon ganz schön lange. So, hier können wir den Kreativmodus auf an- oder ausstellen. Dann gibt es hier noch so ein Kreativ-Plus-Mod. Ich weiß nicht, wofür das da ist, aber... Achso, da kann man noch mehr Sachen mit sich rumschleppen. Alles klar. Ja. Okay. So, inzwischen hat sich auch dieses Fenster hier neben geöffnet. Also hier gibt es so ein Kreativ-Plus-Mod, wo man dann noch mehr Sachen schleppen kann. Wozu auch immer. Jetzt sind wir ganz normal hier, ne? Mit Herzen und Lebensanzeige, Blasels. Der ganz normale Survival-Mode. Dann haben wir hier... Zu dem Fenster komme ich auch noch. Dann können wir hier diesen... Turn Magnet Mode. Magnet? Heißt es Magnet? Ich glaube schon. Magnet. Naja, jedenfalls kann man das einschalten. Und dann passiert Folgendes. Wir töten mal hier kurz das Schaf. Komm schon. Das Schaf ist schlauer als ich. Das rennt immer weg. Ah, jetzt könnte man es nicht sehen. Ich schmeiß hier das nochmal kurz weg. Whoop. Wenn man diesen Modus anhat, dann fliegen die Items zu einem. Ich weiß nicht, wie viele Blöcke das geht. Oh, schon ein ordentliches Stück. Oh, selbst bis hier. Ja, also es ist ziemlich praktisch, finde ich. Ich habe den, wenn ich den dann auf dem Items-Mod drin habe, habe ich den auch immer an. Und da kommen wir auch zum nächsten Button. Hier kann man natürlich die Zeit verstellen. Hier, da ist diese... Jetzt habe ich nach da hinten geguckt, da ist die Sonne. Jetzt die ganz oben. Ja, dann kann man halt noch so abends machen, beziehungsweise... Abends. Dann noch komplette Nacht. Mit... Oh, Vollmond. Habe ich sehr gut getroffen. Und hier noch Heal Player, wenn wir jetzt Schaden kriegen. Okay, springen wir gleich dann... Ne? Zeige ich gleich noch. Hier haben wir dann rechts die... Items, die wir uns nehmen. Hier, wenn wir darauf klicken, dann kriegen wir immer ein Stack davon. Wie zum Beispiel Eisen. Nö, Kinder, ja. Ich bin nicht im Kreativmodus. So, und dann gibt es hier halt ein paar Seiten davon, ganzen Items, hier diese Tränke und ihr wisst schon. Was es halt alles so gibt, kann man sich heraussuchen. Wenn man Rechtsklick auf die Dinge macht, kriegt man die nur einmal, also auf so einem Block kriegt man die einmal. Wenn man Linksklick darauf macht, kriegt man die im ganzen Stack. So. Ah ja, und wenn man Shift drückt und dann darauf, dann hat man die unendlich. Guck, dann 110 steht da ganz kurz und dann sind es wieder 111. Und ich bin im Survival-Modus, ne? So. Was würde ich zeigen? Ach ja, das mit dem Leben regenerieren. Warte mal, da muss ich mal hier kurz, ne? So. Ah, ihr Fickgesichter. Wollt ihr mir hier mal kurz Schaden zufügen? Danke. Wir kriegen jetzt hier langsam Schaden. So. Wenn wir jetzt hier auf Heal Player drücken, dann sind wir sofort wieder auf... volles Ding unten, wie man da sieht. Oh, da kam schon wieder die Erne uns entgegen geflatscht. Da unten seht ihr, wir sind fast tot. Oh, dann drücke ich mal hier rauf. Oh, wieder volle Leben. Ja, dann mache ich das hier mal wieder so. Friedrich und Friedrich. Naja, dann mache ich das wieder auf Friedrich. Friedlich natürlich. Hier könnt ihr noch... Ja, das war halt das mit dem Heal Player. Hier könnt ihr noch euren Ding hier speichern, euer Inventar. Hier, ich speichere das jetzt mal unter Save 1. So, und wenn ich das hier jetzt alles lösche. So, nochmal hier. Hier, das habe ich auch noch nicht gezeigt. Diesen Delete Mode. Wenn ich da andrücke, drücke ich alles, was ich anklicke, wird sofort gelöscht. Das ist der Delete Mode. Ja, jetzt lade ich wieder hier mein Save 1. Dann habe ich alles wieder wie vorher. Und hier mit diesem X könnt ihr das löschen und dann habt ihr, wenn ihr Save, so, achso, ja, ne, ihr wisst schon wie, hoffe ich jedenfalls, wenn nicht, dann bin ich ein böser Mensch und ihr müsst mich nochmal anschreiben, dass ich das euch nochmal persönlich erkläre. Hier oben kann man, was macht man da, achso, da kann man sich dann die Blöcke so raussuchen, wenn ich bei Armor gehe, ja, ich will, also, ne, ihr drückt da einmal so rauf, dann öffnet sich noch ein Fenster. Dann könnt ihr euch so Stein. Ich will jetzt einen Stein. Aha, jetzt. So, dann werden euch nur die Steine halt. Nur dieser Stein wird euch dann rausgesucht. Wenn ihr den hier die ganze Zeit nicht findet, dann hier sind alle Blöcke und Items untereinander.
Baumaterial. Also hier ist es noch mal ein bisschen feiner raus. Wir haben jetzt hier, oh fuck, wo sind denn jetzt die Waffen und so? Items. Und dann drückt man hier auf Armor. Ach Quatsch, auf Items. So, und dann hier Ranged, also. Na, Entfernungswaffen und hier Schwerter. Na, sind ja nicht viele, ne? Finde ich, könnte auch mal geändert werden an Minecraft, dass es mehr Waffen gibt, aber ist ja auch ein anderes Thema. So, das ist halt das Ding, das ist die verfeinerte Suche dazu. Hier unten haben wir noch Optionen, da kann man den ganzen Mod ein- oder ausschalten. Was ist das? Achso. Ja, hier kann man Cheat Mode, Recipe Mode. Achso, hier Recipe Mode. Da kann man nur. Ach so, genau. Ah ja, das ist ja auch noch voll die geile Funktion. Stimmt, jetzt wo du es erzählst. Ja, hier. Machen wir mal kurz aus. Okay, wir mal die Scheiße hier. So, wenn ihr dann U drückt. Also ihr habt irgendeinen Gegenstand in eurem Inventar. Und dann drückt ihr U. Und drückt dann. Nee, Quatsch. Aha, ihr geht mit der Maus über dieses Ding und drückt dann Z. Ja, dann. Man kann mit einer Truhe brennen. Ja, okay. Also ihr drückt Z, während ihr mit der Maus über ein Item seid und dann seht ihr, was man mit diesem Ofen noch alles weitere anstellt. Und wenn ihr R drückt über diesem Item, dann seht ihr, wie das gecraftet wird. Also mit Z, was man noch daraus machen kann und mit R, wie man es überhaupt craftet. So, R macht man, also orangene Wolle macht man mit weißer Wolle und orangenen Farbstoff. Gehen wir zurück. Und mit Z kannst du gucken, was du daraus noch machen kannst. Ein Bild oder ein Bett. So, fertig. Ja, hier, dann hier Cheat Mode, wo du alle Sachen hast. Recipe Mode, wo man halt nur sieht, wo man nur gucken kann, wie die gemacht werden und was man daraus noch machen kann. Utility Mode, was ist das? Ach so, ja, aha, ich habe keine Ahnung. Das hätte ich vielleicht vorher mal nachgucken können. Egal, das braucht man noch keiner. Jeder lässt den Cheat Mode an. Das, ihr könnt ihr dann nochmal einstellen. Ach Quatsch. Hier unten Controls. Hier, warte mal. Controls, drückt ihr hier rauf. Dann könnt ihr euch das nochmal verändern. Ich glaube, ich habe das nämlich schon mal verändert. Usage war vorher auf U und es hat bei mir irgendwie nicht funktioniert. Enchantment, das ist auch noch richtig geil. Wenn man hier X hat, wir holen uns mal kurz ein Schwert. Dann drückst du X, warte mal, Inventar, X über dem Item. Dann suchst du hier aus, auch nehmen wir mal Level 10, war. Das ist jetzt ein bisschen kacke. Habe ich nicht genug in. Ich glaube, ich bin nicht hoch genug das Level. Mein Level ist nicht hoch genug. Mein Gott, ich kann gar nicht mehr richtig reden. So, bringen wir uns hier mal ein bisschen hoch. Ja, Level 30 haben wir gleich. Warte. Ein Stück. 25. Ja, okay, das reicht auch. Packen wir oh, X über dem Ding hier. So, ihr kleinen Fickgesichter. Was soll denn das hier jetzt? Ach so, man muss einfach nur raufklicken. Entschuldigung. Ja, ihr drückt einfach raus. Ich rauf. So, dann nimmt man hier. Kann man sich halt das aussuchen. Rückstoß. Ein bisschen Schärfe nehmen wir noch. Ja, dann habt ihr halt. Oh fuck, ich hab vergessen, das Schwert wieder rauszunehmen. Ah ne, sehr schön. So, du geiles Schaf. Und tschüss. Und die Wolle fliegt euch auch noch gleich entgegen. Also, super praktisch, dieser Mod. Der ist auf jeden Fall viel besser als Too Many Items. Seit ich den kenne, nehme ich den auch und hab Too Many Items nie wieder verwendet. Tut mir leid an die Too Many Items Macher, ja. Da fällt mir noch kurz hier ein. Und hier unten könnt ihr das noch suchen. Suchen wir mal. Ja, was nehmen wir denn? Workbench. Oh, ich spiele auf Deutsch, warum auch immer. Crafting? Nee. Nehmen wir mal Holz. Ah, da habt ihr alles aus Holz. Holzkohle, Holzfichten, Holzbretter, Tropenholz
Holzachs, ja, und so weiter. Alles als Holz. Könnt ihr halt nochmal spezifisch suchen. Oder hier Tränke. Oder einmal Trank. So, Trank. Da habt ihr die Tränke. Ja, noch ein paar Truhen und Treppen, weil die halt auch mit TR anfangen. Achso, mit TRA. Aha, und eine Schaltplatte kriegt ihr auch gleich noch mit dazu. So, habe ich noch irgendwas vergessen, was diese Anzeige hier unten bedeutet? Habe ich echt absolut gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das sein soll. Achso, wahrscheinlich. Aha. Alles klar, da kann man bestimmen, wie viel man raushaben will. Hier 5. Na okay, machen wir mal 10. Ja, wir sind mal nicht so geizig. Dann nehmen wir hier mal... Ja, was nehmen wir da? Warte mal, stand doch sofortiger Schaden. Irgendwo gerade. Sofortige Gesundheit ist ja scheiße. Vergiftung, Feuerresistenz, Geschwindigkeit. Nehmen wir halt Geschwindigkeit. Hier haben wir jetzt 10 Wurftränke der Schnelligkeit bekommen. Und dann werfen wir die mal. Ups. Okay. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Alter, ich habe so lange aufgenommen. Fuck, das ist ja schon fast ein ganzes Let's Play. Ich muss jetzt aufhören, aber ich muss nächstes Mal ein bisschen schneller sein. Naja. Übung macht die Meister. Und ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte helfen. Und ich schalte auch das nächste Mal hoffentlich ein. Bei der nächsten Mod-Vorstellung. Ich habe schon gesagt, was es ist. Dieser Atmos-Mod. Mysteriös, was das wohl ist. Naja, okay, ihr kennt ihn wahrscheinlich eh schon, aber pff, ist mir doch egal. Ich verwende ihn in Let's Plays, deswegen muss ich ihn auch vorstellen. Und ja, wie gesagt, hoffe, es hat euch gefallen. Bewerten, kommentieren, wenn ihr Lust habt. Ich befehle es euch nicht. Was tut das? Ich suche die ganze Zeit einen Block, aber ich finde ihn nicht. Deswegen kann ich ihn ja suchen. Ich habe nämlich noch enough Items. Haha. Geil. Wie macht man... Das wollte ich gar nicht. Dann halt nicht, du Arsch. Ich will das jetzt noch machen. Ich will jetzt hier noch... Bitte lass mich das. Das ist doch Plattenspieler, genau. Hört man das? Geht vorab, hey. Okay. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet das nächste Mal ein, wenn es euch gefallen hat oder auch nicht. Kommentiert dieses Video oder gebt einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, je nachdem, wie ihr Lust habt. Nein, nicht wie ihr Lust habt. Je nachdem, wie es euch gefallen hat. Wenn ihr einen Daumen runter gebt, dann schreibt in die Kommentare, was scheiße war, damit ich es beim nächsten Mal besser machen kann. Und bis dann. Tschüss.